Ja, meine Damen und Herren, es geht weiter. Jetzt kommt ein nächster kleiner Höhepunkt. Sie werden begeistert sein, einfach in den Raum eintreten und Platz nehmen. Herr Kissler ist auch schon da, unser nächster Redner. Wir wollen es ein bisschen dramaturgisch staffeln und jetzt eine kleine Einheit präsentieren. Sie merken ja, im Nachmittag hinein ist uns wichtig gewesen, bei der Konzeption ein Thema aufzurufen, was sonst nicht thematisiert wird, nämlich die Rolle der Medien im Wahlkampf. Und Herr Kissler kann schon zu uns kommen und ans Mikro gehen, weil ich wollte noch mal kurz vorstellen, weil Sie kennen ihn vielleicht noch als Fokus-Redakteur, Fokus Online, anderthalb Jahre, er ist jetzt bei Cicero. Im Grunde kann man sagen, er ist ein unkonventioneller Publizist, einer derjenigen im Berliner Milieu, der sich noch ein bisschen was traut. Das heißt, in seinen 20 Minuten, die er präsentiert, wird er auch gelegentlich politisch inkorrekt sein, was sehr selten ist bei dem Mainstream heute. Und er hat gesagt, so sein publizistisches Vorbild ist Ernst Polgar aus Wien. Sie kennen den wahrscheinlich nur aus dem Zeit-Magazin-Rätsel. Anders ist er wahrscheinlich nicht bekannt, obwohl es wird sich lohnen, wenn Sie sich das Lesebuch von ihm kaufen, da werden Sie erfreut sein. Und was, Herr Kissler, hat es mit dem rheinischen Liberalismus zu tun? Sie sehen sich als rheinischer Liberaler. Was ist denn das eigentlich? Ja, das ist eben ein Liberalismus, würde ich sagen, der so breit ist, wie der Rhein auch ist, der eben ein starkes Flussbett hat, aber innerhalb dieses Flussbettes eben sehr viele unterschiedliche Strömungen zulässt. Und da sind wir fast schon beim Thema, dass das manchmal heute eben fehlt, sowohl das Flussbett, das Grenzen setzt, als auch die große Freiheit, sich da tümmelnd hineinzustürzen. Sie sind jetzt so einer der jungen, ehrgeizigen, ambitionierten, katholischen Publizisten. Warum gibt es so wenig von Ihrer Sorte? ja, weil ich so unglaublich gut bin, vermutlich. Ja, das ist schwierig, warum gibt es so wenig. Ich werde auch immer gefragt, war ich auf einer Journalistenschule, war ich auch nicht. Ich habe einfach nur gerne geschrieben, bin dann so hineingekommen. Ich glaube, es liegt natürlich daran, dass heute einem oft der Beruf vermiest wird, Journalismus, und dass man denkt, es reicht, wenn man irgendwie flott schnell schreibt. Ja. Aber es ist letztendlich oft auch eine Bildungsfrage. Und Bildung liegt halt, wem sage ich das, oft im Argen. Also ohne, genau. Wenn die Bildung nicht besser wird, wird auch der Journalismus nicht besser. Das ist eine kommunizierende Röhre. Aber Sie kommen aus Speyer und genau. Hatten genug Zeit für die Bildung da, weil nicht so viel Ablenkung war. Und konnten sich dann im Gymnasium wenigstens dafür konzentrieren. Ja. Das ist auch eine ganz gute Sache. Ja. Ne? Ich bin sogar im Schatten des größten Weinfasses der Welt aufgewachsen, ja. In Bad Dürkheim, um genau zu sein. Und jedes Jahr war da eben zwei Wochen Ausnahmezustand. Und ja, das war auch nicht schlecht. Richtig. Und auf den Pinot Grigio kommen wir ja auch noch. Richtig. Und Marquardt, Ihr früheres Vorbild, hat schon gejammert. Er hat einen ganz geilen Publizisten verloren. Der einzige Konservative, der wehtut, hat er gesagt. Das ist das Erste, was ich höre. Ja, aber trotzdem sollten Sie es merken. Ich merke es mir sofort, das wird gegen ihn verwendet. Ja. Okay, legen Sie los, gut. 20 Minuten fulminante Präsentation und danach werden alle happy sein. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung, vielen herzlichen Dank für die unglaublichen Vorschusslorbeeren. Ich hoffe, das wird jetzt kein Niveau-Limbo, daran ist ja schon Markus Lanz gerade gescheitert. Sie können ja auch keine Reise nach Hawaii gewinnen. Als ich heute Morgen mir dachte, dass ich hierher komme und worüber ich reden darf, dachte ich kurz, und das will ich Ihnen doch nicht vorenthalten, wie unglaublich ephemär das doch eigentlich ist, an einem Tag wie heute. 30.000 Demonstrierende am Taksimplatz sind mit Tränengas und Gummigeschossen vertrieben worden. Und in der gleichen Nacht, wenige hundert Kilometer entfernt, ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Athen geschlossen worden. 2.700 Journalisten stehen erstmal buchstäblich auf der Straße. Auch dort hat die sogenannte Staatsmacht ein Gesicht gezeigt, das mich in dem Urteil bestätigt, dass vielleicht die Freiheitsrechte nicht immer in besten Händen bei der Staatsmacht liegen. Also ich glaube, das sind Debatten, die uns zeigen, dass die offene Gesellschaft, die wir hier als ganz selbstverständlich betrachten, dass die längst nicht überall und auch längst nicht dauerhaft gesichert ist. Und insofern denke ich jetzt ein wenig auch an die Menschen auf dem Taksimplatz und an die Kollegen in Athen. Und vielleicht geht es bei Ihnen auch so. Danke, danke. Zweitens möchte ich noch darauf hinweisen, weil Sie in einen ganz besonderen Genuss kommen werden nachher. Der Cicero, dessen Ressortkultur ich seit Januar leiten darf, hat sich etwas ganz Besonderes gegönnt, nämlich ein Spezial zur Bundestagswahl. Das kommt erst nächste Woche auf den Markt und es hat das Besondere, dass jeder Wahlkreis in dieser Republik alle 299 vorgestellt wird. Pointiert, anekdotisch, faktenreich, und dieses Spezial ist nächste Woche im Handel. Aber in einer Stunde schon werden einige Exemplare draußen vor der Tür liegen und die Ersten können also kostenlos zugreifen. Tragen Sie den Ruf auch in die Republiken dieser Republik hinaus.
das Cicero-Spezial zur Bundestagswahl. Das Mindeste ist, Herr Kissler, für jeden ein Exemplar. Sie müssen nachbestellen, sonst müssen wir das Mikrofon abdrehen. Ja, also ich habe in einem unteren dreistelligen Bereich geordert, also es sollte fast für jeden reichen. Nutzen Sie die Gunst der Stunde und halten Sie nicht mit hinter dem Berg, was Sie davon halten. Schreiben Sie es mir, kissler@cicero.de oder twittern Sie mir, drkissler, das so steht für Doktor. So, wenn wir über Politik und Medien reden, dann reden wir, denke ich, über einen medialpolitischen Komplex, der heute vor allem auf symbolischer Ebene funktioniert. Und das ist schon mein Hauptkritikpunkt. Meine These heute, die ich hier kurz entfalten möchte, lautet nämlich, wir hatten und wir haben Symbolpolitik und nun haben wir auch Symboljournalismus. Was ist ein Symbol? Ein Symbol ist zweierlei, ist ein Platzhalter für etwas Abwesendes. Man erinnert sich also gemeinsam an ein Drittes, das nicht da ist, das aber aufgerufen werden kann. Und zum anderen ist ein Symbol auch ein Erkennungsmal. Das kommt noch aus der Antike, ein gebrochener Ring, eine gebrochene Münze, deren beiden Hälften sich traulich wieder vereinigen, deutet darauf, dass die Träger dieser beiden Symbolhälften auf irgendeinem Punkt eines Sinnes sind. Und so auf dieser symbolischen Ebene, denke ich, funktioniert heute auch oft Kommunikation im medialpolitischen Komplex. Das Symbolgeber, die Symbolgeber sind oft die Politakteure, die kleine Partikel der Symbole weiterreichen, woraufhin die Medien dann große symbolische Erzählungen stricken. Woher kennen wir dieses Verfahren, das ich, wie gesagt, eher kritisiere als begrüße? Wir kennen es zum einen natürlich aus der hohen Literatur, aber an Goethe und Keller wird jetzt keiner denken. Wir kennen dieses Verfahren einer Produzierung, einer raschen industriellen Reproduzierung von Symbolen oder von Klischees, können wir auch sagen, aber aus dem Boulevardjournalismus und aus den Boulevardmedien. Zwei kleine Beispiele, Sie haben vielleicht den Satz noch im Ohr von Dieter Bohlen bei der diesjährigen Deutschland sucht den Superstar-Staffel. Die Schlampe muss man mitnehmen. Ein harter Satz, die Schlampe muss man mitnehmen. Aber genau das war der Auftakt zu einer endlichen, aber intensiv durchgeführten Symbolproduktion. Damit war also aus der Menge der Teilnehmerinnen eine gebrandet, herausgezogen. Damit war das Persönliche übertüncht und sie stand nur noch für etwas. Und prompt war sie wenige später dann, die sogenannte Schlampe in Anführungszeichen, textilfrei in einem Herrenmagazin zu sehen. Das heißt, die Sinnzuweisung durch Symbolproduktion kann zum, zumindest ökonomischen Frommen, beider Seiten funktionieren. Allerdings sind wir damit eben auf der Ebene des Boulevards gelandet. Insofern ist es vielleicht auch kein Zufall, dass der stellvertretende Chefredakteur von Bild, Nikolaus Blome, neulich gesagt hat, die Zusammenhänge der Themen verlangen nicht nur erklärt, sondern auch erzählt zu werden. Nicht nur erklärt, sagte er, sondern auch erzählt zu werden. Ja, so machen es die Boulevardmedien vor allem. Es wird immer weniger erklärt, es wird erzählt. Es menschelt. Wir haben rührselige, treffende, anekdotische, polemische Geschichten, die aber nur auf einer symbolischen Ebene funktionieren. Es wird ein Ikon, eine Aussage, ein Bild angetippt und dann läuft nach eigenen Dramaturgien die Symbolproduktion weiter. Als jemand, der eine Weile als Regisseur am Theater gearbeitet hat, weiß ich das ästhetisch durchaus zu schätzen. Nur, es führt eben diskurspolitisch gesehen zur Entpolitisierung. Diese Versuchung eben zum Geschichtenerzählen ist, glaube ich, die größte Gefahr des heutigen Journalismus. Früher konnte man sagen, it's the economy stupid. Heute müssen wir sagen, it's the story stupid. Und Journalismus, missverstanden als Storytelling, verfehlt, glaube ich, seinen eigentlichen Auftrag, da wo er nicht Unterhaltungsjournalismus ist, da wo er nicht von vornherein getrieben ist vom Reiz, vom Kitzel, von der Oberflächenanspannung. Das ist uns irgendwo offenbar eine Versuchung, die uns fast ins Blut gelegt worden ist. Zumindest hat darauf hingewiesen neulich der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Kretschmann. Er sagte, der Mensch sei nun mal ein symbol-making animal, ein symbolverfertigendes Tier sei der Mensch. Der Mensch ist das Tier, das Symbole verfertigt, sagte Kretschmann. Und das kommt dann eben auf eine ungute Weise auch dem medialpolitischen Komplex zugute, nämlich Politik und Medien, so zitiere ich noch einmal Kretschmann, Politik und Medien bilden zusammen, das ist das entscheidende Wort, zusammen eine Klischeemaschine der Sortierung. Es kommen also kleine Klischees, kleine Symbole, könnte man sagen, oben hinein und dann wird eine unglaublich elaborierte Geschichte entsponnen, die aber mit dem Ursprungsreiz nur noch wenig zu tun hat. Wir entfernen uns damit vom Persönlichen ins Private, vom Privaten ins Symbolische und damit ins Depolitische, ins Entpolitische, ins Entpolitisierte. Die Politik ist ein
prioritärer Symbolgeber, Symbolproduzent, weil sie will ja in symbolischen Formen mit uns kommunizieren. Das führt dann zu solchen absurden Plakaten wie 2008, das Mao-Plakat von Ole von Beust, Michel Alster Ole. Mehr stand da nicht drauf, Michel Alster Ole. Das heißt, ein Mensch als Symbol für eine ganze Stadt. Warum, wenn meine These stimmt, und ich komme natürlich noch auf einige Beispiele aus dem Merkel-Steinbrück-Showdown-Duell, das sich ankündigt, warum, wenn meine These stimmt, haben wir zurzeit eine solche Gefahr, auch im vermeintlich seriösen Politjournalismus, den Gesetzen, den Dramaturgien des Storytelling zu erliegen? Die Gründe sind bekannt. Es ist natürlich auf jeden Fall ein wachsender ökonomischer Dauerdruck, eine zunehmende chronische Zeitnot. Es ist auch in den Medien die Neigung zum Populismus. Wer in den Umfragen vorne steht, wird auch gerne nochmal richtig hochgeschrieben. Es liegt an einer, wie ich denke, schwindenden Binnenpluralität und einer mangelnden Selbstkritik. Schwindende Binnenpluralität mag Sie vielleicht überraschen. Natürlich, wir haben die Springerpresse, wir haben Taz. Das sind schon große Unterschiede. Wenn ich mir aber beispielsweise das öffentlich-rechtliche Fernsehen anschaue, da hatten wir in den 80er Jahren noch, und da waren die meisten von uns hier schon am Leben, in den 80er Jahren noch konnte man abends wählen zwischen einem Klaus Bettnerz und einem Gerhard Löwenthal. Also einem knorrigen Konservativen, einem Rechten und einem leidenschaftlichen, scharfen Hund, möchte ich sagen, von links. Und das war natürlich ein wunderbares Angebot zur Meinungsbildung, die man sich dann eben selber machen konnte. Heute glaube ich, um im Bild des Rheines zu bleiben, haben wir ein breiteres Bett, in dem aber ein viel flacheres Wasser nur sich zirkuliert. Also der Rhein würde es mit der Strömungsgeschwindigkeit von heute nicht von Basel in die Nordsee schaffen. Die mangelnde Selbstkritik der Medien wird auch immer gerügt und da macht man sich natürlich unglaubwürdig. Man ist ja selber Journalist, ich kann es nicht verhindern und verheimlichen, dass das, was ich hier aufliste, auch mir selbst natürlich zuschreiben lassen muss, gar keine Frage, aber gestatten Sie mir die Fiktion, dass ich mal von außen drauf schaue. Die mangelnde Selbstkritik hat ja neulich, Sie haben vielleicht davon gehört, eine Studie sogar empirisch belegt. An der Technischen Universität Dortmund hat das Erich-Brost-Institut für internationalen Journalismus knapp 2000 Journalisten in 12 europäischen und 2 arabischen Ländern befragt. Also es hat schon eine seriöse Empirie. Und das Ergebnis war, von diesen 14 Ländern in Deutschland müssen Journalisten am wenigsten Selbstkritik üben. Also die Frage, wie oft kritisieren Sie Ihre Kollegen, wurde in Deutschland mit nur unter 10% angegeben. Also weniger als 10% der deutschen Journalisten kritisieren häufig ihre Kollegen. Am weitesten fortgeschritten interessanterweise in der Schweiz, wo 70% hier ein Jahr angekreuzt haben. Das kann natürlich auch wie immer ein Selbstbild sein. Man wäre gerne, ich weiß es nicht, aber es sind sehr, sehr große Unterschiede, die wir, glaube ich, nicht sofort vom Tisch wischen sollten. Also der durch ökonomische Zwänge verstärkte Herdentrieb, der Druck, unter dem Journalismus entsteht, führt natürlich dazu, dass auch die Berichterstattung einen Zug ins Konformistische bekommt, dass es die Do's and Don'ts gibt, die nicht mehr hinterfragt werden, dass wir Symbole forttragen, weil das Schöne an Symbolen ist, man muss sie nur mit einem Fingerschnippen in den Raum rufen, sie sind sofort da und ich habe nicht mehr die Not, sie zu legitimieren, geschweige denn recherchieren zu müssen. Wenn wir auf den jetzt anlaufenden Bundestagswahlkampf schauen, sehen wir, dass einige Seiten, und es ist auch wiederum hier die sozusagen die betreibende Kraft im öffentlichen Diskurs, die Boulevardmedien genau wissen, dass wir nun in eine Hochzeit der Produktion symbolischer Bilder eingetreten sind. Und wo sahen wir das? Auch an einem lächerlichen Beispiel vielleicht, aber das zeigt, wie Kommunikation funktioniert, in der Bilderserie von Philipp Rösler, der eben Karl Diekmann dermaßen herzlich umarmt, als hätten sie soeben Blutsbrüderschaft getrunken oder der eine sei vom anderen adoptiert worden. Rösler umarmte also Kai Diekmann, ein Bild, wie es schöner nicht sein könnte, für die von eben mir kritisierte latente Kumpanei zwischen Medien und Politik. Ein Bild, das natürlich auch sämtliche Versuche, meine ich, in der politischen Berichterstattung eine ernsthafte Erzählung und nicht nur eine lustige Geschichte zu etablieren, konterkariert. Vom Erklären will ich mal gar nicht reden, aber das müssten die Medien klären. Und das hat man gesehen, wie wenn ein Politiker in die Falle des symbolischen Bedeutungsüberschusses geht, der von den Boulevardmedien vor allem produziert wird, dass er dann nur als Verlierer herausgehen kann. Ab diesem Moment, so stand es ja zu lesen, war Philipp Rösler wieder Fipsi. Weil das ist natürlich ein Kleinkindgebaren.
Wenn wir auf die großen Protagonisten schauen, dann machen die es uns, also uns, den Produzenten von Nachrichten, relativ leicht, symbolische Geschichten zu erzählen. Sowohl Steinbrück als auch Merkel. Das Problem ist nur, dass diese Geschichten sehr, sehr eingängig sind. Und das wäre eigentlich mein Appell heute, der Mut zum Abweichenden, zum Fragmentarischen, zum Unrunden fehlt. Geschichten müssen sich runden. Und so bekommen wir heute fast nur Geschichten präsentiert in den Medien, die sich runden. Sie können das, wenn Sie Beobachtungen machen, bis in die Ästhetik der Texte sehen. Also die berühmte Kreisfigur, Kyklos in der Antike genannt, definiert sehr, sehr viele Texte, auch solche mit sehr ernsten politischen Inhalten. Und das ist natürlich der Sieg der Mache und des Formats über den Inhalt, weil was rundet sich schon im Leben? Unser Leben, mein Leben rundet sich vermutlich nicht. Ich weiß es nicht, ich hoffe es, aber ich weiß es nicht. In der Politik, was rundet sich da schon? Da hat man doch eher mit Loose Ends zu tun. Und die werden manchmal, glaube ich, gewalttätig zusammengeschustert zu Teppichen der symbolischen Erzählung. Steinbrück hat sich, so las man es dann immer wieder, ins politische Abseits geredet. Er hat also Versatzstücke der Kommunikation in die Öffentlichkeit gegeben, die es erlaubt haben, der Öffentlichkeit, der informierten Öffentlichkeit, ihn in einer ganz bestimmten Rolle zu sehen. Und als solcher war Peer Steinbrück genau am Nachmittag des 2. Dezember 2012 auserzählt. Das war eine Veranstaltung, ein Cicero-Foyer-Gespräch, das muss ich schon sagen, im Berliner Ensemble, wo eben dann Steinbrück den Satz sagt, eine Flasche, die nur 5 Euro kostet, würde ich nicht kaufen. Und das hat natürlich genau in das Klischeebild gepasst, das er selbst auch immer wieder befördert hat. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Und sollte Steinbrück die Wahl krachend verlieren, ist er nicht das blanke Opfer der Medien. Dennoch ist die Eingängigkeit dieser einen Geschichte, die Geschichte des Gernegroß, des Raffke und des Lebemann, bedrückend. Gernegroß, Raffke, Lebemann, damit sind scheinbar alle symbolischen und auch semantischen Potenziale des Herausforderers abgegolten. Eine Flasche, die nur 5 Euro kostet, würde ich nicht kaufen. Was war die Folge? Die Medien haben dann sofort den Fall Steinbrück ins Bunte ausgelagert, ins Vermischte. Es gab da eine Legion der Weinexperten, die gesagt haben, das stimmt doch gar nicht. Man bekommt gerade im Weinland Deutschland wunderbare Weine. Mir noch im Ohr ist der Hinweis, ein Gutsriesling von der Mosel oder ein feingliedriger Müller-Thurgau vom Bodensee bekäme man auch für unter 5 Euro. Und gerade die Genossenschaften, das müsste doch der Genosse Peer Steinbrück wissen, gerade die Genossenschaften im Badischen machten hervorragende Weine für 3,99 €. Kann ich auch bestätigen. Winzergenossenschaft Augen bestelle ich zum Beispiel manchmal. Und der Gutedel dort ist, finde ich, sehr gut. Aber ist eben auch kein Grauburgunder. Er hat diese Fixierung gewissermaßen auf eine Rolle, die man auserzählt hat, allzu breitwillig natürlich angenommen. Der entscheidende Satz dazu fand ich dann im Spiegel. Der Connoisseur mit dem exquisiten Geschmack ist nicht eine Standardrolle der Sozialdemokratie. Also, Wahlkampf geht um Rollenprofilierung und wenn ich diese Rolle, die natürlich immer nur einem symbolischen, über- oder jenseits individuellen Feld sich abspielt, wenn ich diese symbolische Produktion einer ganz bestimmten Richtung wissentlich oder unwillentlich befeuere, bekomme ich, dass die Fratze meiner selbst als Klischee zurückgespiegelt. Und das ist, glaube ich, die Gefahr der schnellen Nachrichtenproduktion. Die Standardrolle der Sozialdemokratie sei das nicht. Das heißt, und das muss er wissen, wir leben in Zeiten des Wahlkampfs, in Zeiten der Rollengroßproduktion, der Klischee-Großproduktion am Fließband. Und er hat einfach die falschen Inputs gegeben. Und andererseits wurden die allerdings auch viel zu bereitwillig bis heute von vielen Medien aufgegriffen. Genauso bereitwillig, und das macht die Sache natürlich nicht besser, wurden die Versatzstücke des Überindividuellen, darauf möchte ich beharren, die Versatzstücke des Überindividuellen in der Vita der Angela Merkel aufgegriffen. Angela Merkel hat jetzt auf Wahlkampfmodus geschaltet und hat damit zu exakt dem gleichen Mittel gegriffen, das sie schon 2005 durchgeführt hat, nämlich sie wandte sich an die Brigitte. 2005 erzählte sie Brigitte, als Kind hatte ich immer das Gefühl, bei uns im Hause war der Apfel- und Kirschmost zu knapp. Sie bekam also zu wenig Most. Das war also Angela Merkel, die kurzgehaltene Mosttrinkerin. Das wäre das Persönliche. Aber das bekam natürlich sofort einen symbolischen Überschuss. Es war natürlich dann das kleingehaltene Mädchen in der DDR-Mangelwirtschaft. Das kann viele Wähler aus dem Osten der Republik nachvollziehen. Und damit war sie sofort aus dem Individuellen in das Generationenschicksal der geteilten Republik. Und genau das Gleiche hat sie nun gemacht, wieder mit Brigitte im Theater.
hier in Berlin sagte sie ja, wenn ich im Kochtopf rühre, sage ich nicht, die Kanzlerin rührt im Kochtopf. Auch hier natürlich eine symbolische Überschussproduktion von Übersinn, nämlich wir sehen hier die Hausfrau, die Frau, die samstags auch am Herd steht. Wir haben also das Ostmädchen, Anführungszeichen, das durch die Wirren einer Mangelwirtschaft aufrecht durchgekommen ist, spät politisiert worden ist, dann aber gleich auf der richtigen Seite der Parteienlandschaft stand, die heute noch samstags im Kochtopf rührt und die es nie vergessen wird, dass es früher zu wenig Most gab. Das klingt jetzt vielleicht alles individuell, ich behaupte aber, ist es nicht. Das ist ein Symbol für eine schöne DDR-Biografie, für eine erfolgreiche Nachwendegeschichte. Sie ist in Anführungszeichen anschlussfähig für viele Milieus heute. Und ich finde es eben bedauerlich, aber wenn auch erklärenswert, mit welcher Leichtfertigkeit man diese Symbolproduktion weiterträgt, wie schnell eben dann auch und mit welchem teilweise schon Vernichtungsfuror man gegenläufige Erzählungen vom Tisch geschnippt hat. Zwei große gegenläufige Erzählungen sind Ihnen alle bekannt. Das eine Buch von Frau Höhler, kann man sagen, ist rüde, ist radauhaft, da werden alte Rechnungen beglichen. Dennoch möchte ich dagegenhalten, die These einer zentralistischen, autokratischen Politik, Rhetorik und eines solchen Politikstils in Gestalt von Angela Merkel halte ich für nicht so absurd, dass sie sich sofort destruiert. Also ich finde es dann einfach schade, auch als Medienkonsument, dass sie es dann gleich unter dem Stichwort in Anführungszeichen Stutenbissigkeit abgelegt wurden. Also Frau Höhler hat alte Rechnungen zu begleichen, sie schießt über das Ziel hinaus. Ich kann Ihnen nur sagen, auch Texte, die über das Ziel hinausschießen, können hier und da erkenntniserhellend sein. Diese Mühe müsste man sich doch schon machen und das wäre genuine Aufgabe des Journalismus. Genauso unbarmherzig, möchte ich fast sagen, ging man ja auch mit dem anderen Buch um, das nun versucht, ihre Kindheit und Jugend in der DDR auszuleuchten. Da war man sich auch schnell klar, das sind einfach nur halbseidene Journalisten aus dem Springer-Umfeld, die eben dort hier eine Petitesse aufblasen. Als Verteidiger wurden dann ausgerechnet Gregor Gysi und Lothar de Maizière mit ihrer eigenen DDR-Geschichte aufgeboten. Auch da frage ich mich, warum hat man denn so schnell abgelassen, die Frage wirklich zu stellen, ob die Erzählung des aufrechten DDR-Bürgerkindes, das spät, aber richtig und leidenschaftlich politisiert worden ist für die Einheit, nicht vielleicht falsch ist und man vielleicht auch, alternativ zumindest, auch den Mut haben sollte, die Erzählung der Karrieristin, der Reformkommunistin und der Autokratin an der Macht zu erzählen. Man kann immer noch sagen, das ist vielleicht eine weniger plausible Geschichte, das ist eine Geschichte, die mich befremdet, das ist eine Geschichte, die sich nicht rundet, weil wir doch wissen, was sie heute alles tut. Aber ich finde, Vertrauen, Misstrauen sie allen Geschichten, die sich runden. Insofern darf sich auch meine kleine Ausführung hier nicht runden jetzt. Ich muss jetzt fragmentarisch eigentlich enden, möchte es aber dennoch mit einem kleinen Appell. Die Versuchung zur Geschichte ist da, wo Geschichten erzählt werden sollen, wo Geschichten geschrieben werden, im belletristischen Bereich, im bunten Bereich, im Boulevardbereich. Selbstverständlich keine Versuchung, sondern Bedingung des Handwerks. Im Politjournalismus ist die Versuchung zur Geschichte eher eine Geißel. Man müsste gerade umgekehrt sagen, weniger erzählen, mehr erklären. Zu erklären gibt es doch, weiß Gott, genug zwischen Taksimplatz Berlin und Bundesverfassungsgericht. Diesen Mut zum Fragmentarischen, zum Unrunden vermisse ich und ich fände es auch schön, wenn wir wieder das Flussbett unserer offenen Gesellschaft dadurch festigen, dass wir dort stärkere Strömungen zulassen. Vielen Dank. Das war sozusagen ein Kissler-Spezial. Ich hoffe, ich habe Ihnen nicht zu viel versprochen. So ein kleiner Input ist wie eine kleine Kur. Ich würde vorschlagen, dass Herr Minnack schon sich hier technisch bereithält und ich noch 2 Minuten Rückfrage und dann vielleicht die Manuela Klapp moderiert das ja, glaube ich, oder? Macht mit Thorsten Faas, dass wir diesen Part schon technisch hier regeln und die Zeit nutzen, weil es kommt ja jetzt sozusagen der Social-Media-Part, der auch sich über die Mittagspause dann hinauszieht und wir dann die Top-Leute, das kann man wirklich sagen. Minnack gehört zu den Besten, sagen die Agenturspezialisten Herr Faas und Herr Bölte haben. Und wenn die sich schon richten, dann wäre das gut, dann sparen wir die Zeit und es gibt keine große Lücke.
Herr Kissler, eine Sache haben Sie vergessen. Vielleicht können Sie da auch einfach mal, Sie sind ja frei und ehrlich, erklären Sie uns doch mal einfach, was viele nicht verstehen, warum es in Berlin hier unter den Journalisten diesen unglaublichen Mainstream gibt und diese geringe Originalität der Korrespondenten, der Autoren. Woran liegt das, diese Einförmigkeit fast? Nun ja, ist das hier an? Ja, darf ich draufdrücken? Draufdrücken, sehr schön. Ich spreche und danke der Firma Bosch. Ich bin jetzt ja erst seit Januar hier. Ich war vorher 10 Jahre in München, also 8 Jahre bei der Süddeutschen, knapp 1,5 Jahre beim Fokus. Man ist natürlich in München, das ist Fluch und Segen zugleich, weit mehr ab vom Schuss. Dass die Käseglocke, die jetzt auch gerade der bayerische Kollege nochmal beschrieben hat, die liegt darin, glaube ich, einfach, dass sich ganz banal zu viele Leute zu oft an denselben Plätzen sehen, dass die Kommunikationswege in einer Weise vielleicht kurz sind, die für das Produkt schlecht ist. Und dass natürlich sich dadurch ein Zug verfestigt, den ich leider Gottes, wollte es viele abstreiten, aber ich sehe nach wie vor den Zug, dass viele Journalisten für Journalisten schreiben. Also man will Anerkennung, ich kann mich da auch nicht ausnehmen, man will oft Anerkennung in der Peer Group. Man will also zeigen, was man auf die Reihe gestellt hat. Und dadurch ist es einfach nötig, dass man sich natürlich in der breiten Mitte bewegt. Ja, aber wofür soll man Anerkennung bekommen, wenn man immer das Gleiche schreibt und keinen originellen Ansatz hat und die Umkehr der Wichtigkeiten hat? Das Wichtige wird kaum mehr berichtet und das Unwichtige geht in den Vordergrund. Dafür kann man kaum Anerkennung erwarten. Das ist die Anerkennung des Dazugehörens, die Anerkennung des Chorgeistes, die Anerkennung nicht auszuscheren. Ich habe einige Redaktionsdebatten in früheren Jahren erlebt, wie schwer es ist, auch im eigenen Hause da hier und da auszuscheren. Und merken die Journalisten das selbst? Haben die ein schlechtes Gewissen oder fühlen sich unwohl dabei bei dieser doch merkwürdigen Rolle? Ich denke, einige oder viele fühlen sich ja durchaus unwohl, aber da kommen die Kriterien von vorhin wieder, dieser ökonomische Dauerdruck, die chronische Zeitnot, die oft auch schlechter werdende Ausbildung, das muss man ganz klar sagen. Also man hat ja oft den Eindruck, wer eine Kamera halten kann, der ist dann schon ein Videoleitartikler. Das alles führt dazu, dass die Reflexion über das, was wichtig ist, nicht funktioniert. Und das deshalb, da hat Herr Kretschmann sehr, sehr recht, diese Klischeemaschine der Sortierung fast im Autopilot läuft. Aber Journalisten sind ja nicht nur eine Resterampe, die sind oft gut ausgebildet. Warum so wenig Originalität? Das ist mir zu wenig, wenn es nur über soziologisch als Peer Group genannt wird. Was kommt dazu? Da muss da was dazu kommen, weil jetzt schauen Sie sich mal die Einordnung in den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern an, in den Tagesschauen. Die Schwäche der politischen Magazine dabei, das sind da alles Zusammenhänge, die Leute brauchen keine Angst, um ihren Job zu haben, die haben genug Kohle, da treffen ihre Kriterien nicht. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen ist natürlich, Sie wissen das besser als ich, ein Fall für sich. Ich werde dazu heute Abend noch in Karlsruhe was sagen, weil bei der Ebert-Stiftung, deswegen muss ich nachher auch zeitig weg. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen mit den berühmten 3 Minuten heiße Luft namens Tagesthemenkommentar ist einfach ein überreguliertes System, in das kaum noch frische Luft hineingelangt. Man sieht daran, was passiert, wenn man Proports übergewichtet. Wenn man Proports übergewichtet, dann kommt keine frische Luft mehr hinein. Und wie erklären sich, ich hatte eine irre Mühe, hier überhaupt irgendeinen Journalist zu finden, der über die Rolle der Medien im Wahlkampf spricht. Es ist am Ende nicht gelungen. Haben Sie eine Erklärung, warum? Jetzt sitze ich hier. Sie sind ja wenigstens der Einzige, weil ich ja immer für Sie eintrete und Ihnen alle möglichen Jobs besorge. Von daher können Sie mal. Herr Leif, starten wir das mal mit hier. Ist das bei den Ja, ich kann mich ja auch mit ruhigem Gewissen dafür einsetzen. Von daher, meistens liefern Sie ja auch und von daher geht's. Aber das ist ein Deal auf Gegenseitigkeit. Sie waren sozusagen ein Rettungsanker, aber trotzdem können Sie die Frage beantworten. Woran liegt das, dass die Leute, weil Sie sagen Reflexion, keinen Bock auf diese Reflexion haben? Es kann doch nicht sein, dieser Mainstream. Also ich hoffe, es ist jetzt ja nicht das Bild einer Zugewinngemeinschaft entstanden. Ich werde Sie nachher nicht hacken. Honorare gibt es keine bis jetzt, null. Ja, furchtbar. Ja. Sie sehen mal, ich brenne für diesen Job, ja. Ich brenne auch für dieses Thema. Es ist nach wie vor die Frage, und ich finde, es ist jetzt Ihnen vielleicht zu banal, aber ich kann es nicht ändern. Was sind die Zugangswege zum Journalismus? Ist es eher der Drang, schnell was zu schreiben, in eine Peer Group hineinzukommen, die einem manche Türen öffnet, damit irgendwo angeben zu können, getätschelt zu werden, wenn man einen gewissen Mainstream folgt, oder ist es vielleicht zu wenig der Drang, etwas wissen zu wollen, was andere vorher nicht gewusst haben? Und das kann man nur auf einem großen, großen Acker namens Bildung. Also die ganzen Zugangswege zum Journalismus sind eben heute eher bescheiden. Aber Sie ahnen ja gar nicht, wie bildungslos das Milieu ist, wenn Sie mal in Konferenzen wären. Ja, da war ich ja noch nicht. Okay. Bei Fokus ist das bestimmt ganz anders. Die können wenigstens dann die Ratings und die Rankings auswendig. Zum Schluss, letzte Frage, da müssen Sie auch was Originelles liefern. Sie sagen, der Reflexionsspeicher ist schlecht ausgestattet.
Gibt es von Ihnen irgendeine Idee, wie es besser werden kann? Also es gibt für mich die Idee, wie es besser werden kann, ist erstens, habe ich auch schon mal gesagt, raus aus dem Biotop, also nicht im Klüngel drin stecken. Zweitens, Zivilcourage nicht nur bei anderen einfordern, sondern auch redaktionsintern einklagen. Drittens auch, sich unbeliebt machen bei Leuten, von denen man gefördert werden will. Und dazu allerdings auch dann hoffentlich auf Anführungszeichen Vorgesetzte stoßen, die darin keine Majestätsbeleidigung sehen, sondern einen Ausweis von Freiheit und Kreativität. Das hört sich ganz gut an. Sie wissen ja selbst, wenn man sich unbeliebt macht, ist man nachher wahrscheinlich sogar beliebter. Ich danke Ihnen, dass Sie die Zeit hatten, ja, vor Ihrem Zwischenflug nach Karlsruhe, ja, hier vorbeizuschauen. Jetzt Herr Minak hat sich angeschlichen, einfach schnell gewechselt.